Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum vierten Vlog. Wenn ihr euch wundert, warum ich die Headsets anhabe, da ist nämlich meine Freundin dran, die ich gerade aufmuntern muss. Ihr kleiner Kanal ist hier. Sie macht Simpsons-Zeichen-Videos und die finde ich auch ganz lustig, aber da fehlt Musik und ein Profilbild. Weg ist er. So, was gibt's Neues in der YouTube-Welt? Naja, es wird bald ein XXL-YouTuber-Treffen und zwar im Bottrop im Moviepark in NRW geben. Der Link zum iBlali-Video, dies betreffend, ist hier. Und viel Spaß damit, vielleicht könnt ihr ja dahin gehen. So, außerdem habe ich erfahren, dass es jetzt für jeden möglich ist, YouTube-Partner zu werden. Die Sonderheiten eines YouTube-Partners hat dieses Programm allerdings noch nicht. Sie kommen aber bald dazu. Ich werde das auch mal ausprobieren und freue mich, wenn das natürlich klappt. Dann seht ihr es wahrscheinlich auch an den Kanalbanner, das ich machen werde. Außerdem wird es bald ein paar Neuerungen geben, denn ich werde mir Fraps runterladen und kaufen und dann gibt es auch endlich ein Minecraft-Let's Play. Und jetzt möchte ich euch, für die Leute, die ein bisschen begabter mit Minecraft sind, eine Frage stellen, weil ich habe jetzt Optifine und dann auch den Sonic Shadow-Dings-Mod installiert und das Problem ist, dass wenn ich mich bewege, ist alles verzogen. Könnt ihr mir irgendwie sagen, wie ich das beheben kann? Das wäre echt nett, weil ich komme wirklich nicht weiter und ich fände es halt super geil, wenn dieser Mod bei mir funktionieren könnte. Die Grafikkartenvoraussetzungen müsste ich also haben, nur so als Nebeninformation. Außerdem, ich bin mit Bubble Tea Forest versorgt, ihr müsst euch also nicht Sorgen machen. Ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin jetzt super drauf, weil ich endlich ein Video mache und es werden bald auch noch andere Videos kommen. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Unsinn und bestimmt auch wieder mit meinem Sasuke-Schwert-Ding und mit meinem böse und mit meinem Stethoskop. Das ist ein Insider, den müsst ihr nicht verstehen. Ja. Böse. Okay, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.